Fußballwetten 2.5.2019 Euroligue mit künstlicher Intelligenz Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Für gestern, den Donnerstag, den 2.5.2019 habe ich eine Prognose abgegeben für die beiden Euro-Lichtspiele Eintracht Frankfurt gegen Chelsea und da habe ich empfohlen, entweder auf Sieg von Chelsea oder auf Unentschieden von Chelsea zu setzen. Weil Frankfurt einfach nicht zuzutrauen ist, dass sie diesen britischen Verein schlagen können. Und so ist es auch passiert, sie haben 1:1 gespielt, also unentschieden. Hingegen deutlich war meine Prognose hinsichtlich des zweiten Spiels Arsenal gegen Valencia. Das Spiel hat Arsenal klar mit 3:1 gewonnen, was meines Erachtens auch schon vorher klar war. Es ist doch so, wenn Sie sich hier im deutschen YouTube die Videos anschauen, diese sogenannten Fußballexperten haben in Wahrheit überhaupt keine Ahnung, die sind immer nur für ihre deutschen Vereine, ohne das Geringste über beispielsweise ausländische Vereine zu wissen. Ich berechne hier meine Vorhersagen mit der Quantenmechanik und der künstlichen Intelligenz und die greifen eben auf haufenweise Daten zurück und daher kommen diese deutlichen und zutreffenden Prognosen. Ich hatte ja eine Kombi-Wette empfohlen und zwar diese beiden Spiele entweder mit der Quote 3,20 oder 2,40 komponiert mit der Quote 1,85 und es hat eben nachher eine Gesamtquote von 4,80 gegeben. Es mussten also zwei Kombi-Wetten gemacht werden und mit einem entsprechend hohen Einsatz war eben viel zu verdienen. Ich möchte nochmals eingehen auf diese absurden Vorhersagen, die hier so manche sogenannten Fußballexperten auf YouTube per Video geben. In Wahrheit haben diese Leute überhaupt keine Ahnung vom Fußball, sind so deutschkümmerlich, dass sie immer meinen ihre gewünschten Vereine gewinnen, ohne zu wissen, dass andere ausländische Vereine auch Fußball spielen können. Ich sage Ihnen, ich berechne die Prognosen immer mit der künstlichen Intelligenz, mit der Quantenmechanik und der Stricktheorie. Das ist alles äußerst kompliziert, aber diese Berechnungsart ist neutral und man kann sicher sein, dass sie eigentlich fehlerfrei ist, auch wenn sie manchmal mehrere mögliche Ergebnisse ausgibt. Sie haben es ja gesehen, ich habe für vorgestern eine Prognose durch die Quantenmechanik errechnen lassen. Da mussten natürlich 13 verschiedene Tippreihen gemacht werden. Mit einer Tippreihe ist sowas eben einfach nicht hinzukriegen. Aber diese 13 Tippreihen haben nachher eine Quote von über 91.000 Euro gebracht. Und diese 91.000 Euro sind Gewinn gewesen, also real gewonnen worden. Und Sie sehen es ja auch an den gestrigen Europa-Liga-Spielen, da hat die Quantenmechanik als ganz neutraler Beobachter auch alles völlig anders berechnet und zwei Alternativen ausgezeichnet, die eben hingenommen und richtig waren.